Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Retro Minecraft. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier markiert, den schönen Harbo unseres Hauses, also in welche Himmelsrichtung. Wir haben uns diese kleine Base hier eingerichtet, weil es Nacht ist und wir eine größere Höhle gefunden haben. Und ich würde sagen, erstmal noch ein bisschen Eisen holen. Und lasst uns schon mal ein Stückchen in die Höhle reingehen, weil das Eisen hier nehme ich nochmal mit. Und was wir auch schon machen können, ist folgendes. Ich dachte schon wieder an Dungeon, aber ist ja nur unser Unterschlupf hier. So, erstmal wieder in den Unterschlupf einrufen. So, jetzt bin ich müde. Zack. Und geht auch noch dazu. Und noch eine Kiste. So. Die kommt dahin. Und alles, was wir jetzt nicht brauchen, zum Beispiel das. Ups. Das. Die 9 Eisen zum Beispiel. Und den Pilz packen wir da rein. Und die 5 Pfeile. So, dann würde ich sagen, wir sind gewappnet erstmal wieder. So viel Kohle brauchen wir nicht. So. Zack. 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 Okay, hier kommen jetzt mehrere Höhlen aufeinander. Ich würde nur mal erstmal gern alles mitnehmen. Fangen wir da hier hinten an. Hier war Eisen. Eisen ist immer gut. Ja, wichtig für den Körper und wichtig zum Craften. Kohle. Musik passt so ein bisschen. Ich müsste jetzt nochmal eine richtige Höhlen-Playlist machen, dass auch hinterher alle Lieder passen. Falls gleich ein Lied kommt, das gar nicht passt, werde ich auf jeden Fall ja das Lied überspringen. Aber ja, Höhlen-Playlist hatte ich leider nicht geschafft, jetzt vor der Aufnahme zu erstellen. Ist auch immer schwer jetzt noch, neben Schule und allem. Ja, ist das schon so stressig hier mit dem Aufnehmen und dann noch Playlists erstellen und sowas. Ihr wisst es ja, es kostet alles Zeit und Zeit ist Geld und bla 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 bla. Hier kommt uns erstmal keiner so schnell. Entschuldigung. Kohle. Ja, Gesprächsinhalt, ich habe bisher jetzt erst eigentlich noch gar nichts. Und oh, Eisen. Es ist auch immer schwer, wenn man sich immer die ganze Zeit ablenken lässt und überhaupt nicht multitaskingfähig ist und eigentlich so gut wie nichts machen kann, während man über irgendetwas redet, außer über das, was man gerade tut. Und worüber ich da allerdings reden kann mit Multitasking und sowas, ist ja, dass man Frauen immer zu Frauen immer sagt, dass sie halt multitaskingfähig sind und dass sie halt alles Mögliche gleichzeitig machen können. Sich die Nägel lackieren, telefonieren, Fernsehen gucken, ein Buch lesen und. Das sind Frauen, sie können es zeitgleich. Und ja, dann gibt es auch Frauen, die, wenn die eine simple WhatsApp-Nachricht schreiben, haha, okay, oder sowas, und man sie anspricht oder ihnen irgendwas ganz Wichtiges sagt, die erinnern sich nicht dran oder die merken es halt einfach gar nicht, dass man mit denen sprechen will, dass man mit ihnen kommuniziert. Und ja, solche Klischees, wenn man dann so extrem merkt, dass die Klischees einfach manchmal überhaupt nicht zustimmen, das ist dann echt schon krass. Aber was ich sagen muss, so aus meiner Erfahrung her, ist wirklich das weibliche Wesen. Ja, ich habe sie jetzt als weibliche
Wesen bezeichnet, sind doch schon eher dazu veranlagt, verschiedenste Sachen gleichzeitig machen zu können. Im Gegensatz dazu sieht man das eigentlich so bei männlichen Wesen, wie ich sie jetzt hier gerade einfach so nenne, damit es irgendwie interessanter klingt. Da merkt man das eigentlich eher weniger. Und das finde ich dann doch schon interessant, dass das Klischee zwar so extrem, wie es immer ja, genannt wird, zwar nicht existiert, aber dann doch schon irgendwie da ist. Und gewissermaßen es schon zutrifft, dass Mädchen halt multitaskingfähig sind und Jungs nicht, aber halt jetzt nicht so extrem, nicht so schwarz-weiß. Es gibt immer ein Grau, es gibt immer ein Mischmasch. Und ja, das ist immer das Problem, dass viele Leute halt immer nur alles schwarz und weiß sehen. Frauen können Multitasking, Männer nicht. Ich meine, das, was ich hier gerade tue, ist auch Multitasking. Ein Spiel spielen und gleichzeitig labern. Und ich bin nicht der Einzige. Ihr wisst, es gibt etliche Let's Play auf YouTube. Alle tun das. Alle tun Multitasking. Alle tun Multitasking tun. Das klingt jetzt noch schlimmer. Aber egal. Ja, und das ist halt jetzt auch wieder so eine Sache, die halt zeigt, es gibt nicht schwarz und weiß. Es gibt einfach die Frauen, die ja, Multitasking vielleicht eher dazu veranlagt sind, sowas zu können. Aber die können halt auch nicht alles gleichzeitig und es gibt halt auch Männer. Oder Jungs oder kleine Buben oder wie auch immer ihr sie nennen wollt. Ja, die halt sowas, also die halt es schaffen zu zocken und gleichzeitig über so ein Thema zu reden. Joa, also nicht mal alles schwarz-weiß sehen. Das gibt's eigentlich bei allen Themen so. Dass das genau das Problem mit, okay, jetzt habe ich den Faden verloren. Mann. Okay, lasst uns jetzt einfach erstmal weiter in die Hülle reingehen. Ich hoffe, ich finde den Faden gleich wieder. Okay, also in meiner linken Hosentasche schon mal kein Faden. Okay, das war sehr unlustig, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lange die Folge schon geht oder noch gehen wird oder soll oder ich bin jetzt komplett wieder aus dem Konzept gebracht. So, 16 Fackeln. Wir fackeln gar nicht lange, sondern nur schnell und effizient. So, ich habe Angst. Ich habe mir jetzt auch mal extra meine riesen XXXXXXL-Windeln gerade noch frisch aus der Reinigung geholt. Ja, sind Stoffwindeln. Mir umgeschnürt und sitze jetzt hier und weiß schon wieder, morgen ist Waschtag. Ja, ich weiß nicht. Die Musik passt gerade eigentlich relativ gut sogar hierzu. Ich finde, das ist, mir finde ich, das ist so Mitte-Erde-Flair, so ein bisschen. Diese Gesänge, die man so ein bisschen religiös ansehen könnte, aber halt einfach so. Wisst ihr, was ich meine? So Elbengesänge oder sowas könnten das sein. Einfach, dass da so im Hintergrund, ja, was halt bei den Elben immer so im Hintergrund zu hören ist halt. Ich bin in dieser Höhle und ich hab keine Angst. Jetzt find ich nicht mehr raus und sterb an Bulimie. Okay, ich find doch raus und seh die Kohle hier. Ich nehme alles mit, denn das macht so viel Spaß. Hier reimt sich fast gar nichts, doch das ist mir egal. Ich bin ja nur der Depp, der hier labert zum Spiel. Ja, ja, du, du. Ja, ja, du, du. Ja, ja, du, du. Ja, ja, du, du. Und nein, das ist kein Stil, bitte, sondern das du, du. Zeig nur, ich weiß nicht mehr, was ich sonst singen soll. Und das war wieder kein Reim. Oh Mann, bin ich etwa ein Schwein? Okay, das passt jetzt wieder. Oh Mann. Scheiße. Uah.
Ja, das ist schwer, auch wenn es sich immer leicht anhört, zu Melodien einfach mal schnell einen Text zu machen und sowas. Es ist nicht einfach, es ist kompliziert, weil sollte sich ja eigentlich reimen. Ja, ist halt nicht jedermanns Sache, so ein Freestyle. Ja, ich gebe mein Bestes und hoffe, irgendwie gefällt es euch. Ja. So, was ich schon mal sagen wollte, ich werde gucken, mir mal also ich nehme ja jetzt noch mit Headset auf. Ich werde schauen, dass ich mir eventuell mein Mikrofon ausleihe und mir dann vielleicht auch irgendwann mal kaufe. Also, aber erstmal von einem Kumpel wahrscheinlich mal ausleihen für 2 Wochen, 3 Wochen Minecraft oder so. Weil ich muss bald sowieso im Voraus aufnehmen, weil ich mache ein Praktikum bei einer Bank. Ich werde jetzt nicht sagen, was für eine Bank, sondern einfach nur sagen, ich mache ein Praktikum bei einer Bank. Und ja, dauert 2 Wochen und da werde ich dann wahrscheinlich Minecraft vorher schon aufnehmen, damit ich dann für alles andere, was in der Zeit noch läuft, in der Zeit Zeit habe. Vielleicht mache ich es auch nicht, weil wenn ich Minecraft ein bisschen schon mal was auf der Platte habe, dann ist auf jeden Fall besser für mich, weil dann ist es nicht so stressig wie jetzt immer. Und ja, sollte schon gehen, weil letzte Woche war bei mir wieder sehr stressig. Ich habe wirklich abends aufgenommen immer und morgens kam die Minecraft-Folge noch raus. Apropos morgens kam die Minecraft-Folge raus. Sollte ich vielleicht gleich auch mal tun und mal ganz kurz schauen. Okay, wir sind bei 11 Minuten und ich muss mal ganz kurz mal schauen. Bla 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 bla, du du du. Okay, alles gut. Alles gut, so, ich bin wieder da. Hehehe. Musik. Wo ist die Musik hin? Hallöchen. Nein. Okay. So, back to game. Entschuldigt bitte diese kurze Unterbrechung. Ne. Boah. Mann, 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 gucken, ob. Ich glaube, das ist besser jetzt. Da oben müssen wir hin. Aber ich glaube, da kommen wir, wenn wir hier rumgehen, wieder hin. Und zwar. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ah, doch, hier oben müssten wir eigentlich. Ne? Ah. Kommen wir hier dann dahin? Ich glaube ja. Okay, irgendwie passt jetzt gar keine Musik mehr dazu. Ich nehme jetzt einfach dies. Ich lasse es jetzt einfach dran. Besser als keine Musik zu haben, denke ich. Da hinten kommt gleich noch Eisen. Aber erstmal auch in die Richtung hier gehen. Oh mein Gott, okay. Wir haben echt eine große Höhle gefunden diesmal. Also doch mal Glück gehabt. Und ich denke, da hinten ist. Zack, zack. Zack und zack und zack und zack. Wie willst du mich verarschen? Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Geradeaus zur Schluss. Ach scheiße, man kann die mit rechts noch nicht abwehren. Nein! Okay, ich muss jetzt hoffen, dass ich überlebe. So, wir haben es geschafft. Das könnte noch schwer werden hier zu überleben. So, hier ist wieder zu Ende. Und Eisen und noch mehr Eisen. Bam, yay. Und noch mehr Kohle. Immer gut. Ja. Kohle, Kohle,
Kohle, Kohle, Kohle, Kohle. Oh Mann, ich brauche auf jeden Fall noch ein paar mehr Songs für Höhlen oder so. So ein bisschen epischere und düstere Musik. Ich werde auf jeden Fall noch was zusammenstellen, aber jetzt ja nicht mehr in der Aufnahme-Session, weil es ja jetzt eh schon die zweite Folge in der Höhle. Ich wollte ja gucken, dass ich das ungefähr bei drei Wochen, bei drei Aufnahmen halte, nicht bei drei Wochen, das wäre ein bisschen viel. Dann bringt die mich irgendwann um oder so. Das ist auch nicht gut. Ja, also Kohle, Kohle, Kohle. Alles einsammeln, okay, scheiß drauf. Die Kohle habe ich nicht übersehen, die habe ich bewusst nicht mitgenommen. Damit das klar ist. So, also halt mir das bitte nicht vor, dass ich hier Kohle übersehe. Wenn ich was nicht mitnehme, dann ist es bewusst. Ja, Eisen, Eisen, Eisen. Und noch mehr Eisen. Yay. Können wir schon bald einen Eisengolem. Gibt's den hier schon? Ich weiß es nicht. Machen. Ey, hier ist schon wieder so riesig. Das ist ja krass. Dafür, dass hier gerade nur Scheißhöhlen waren, ist jetzt hier eine richtig geile Höhle. Ich glaube, ich habe das Spiel beleidigt und ja, deshalb kommt jetzt sowas. Kommen wir hier hoch? Nee. Also das Wichtigste, was ihr euch mal merken könnt in Minecraft-Höhlen, wenn ihr irgendwo runter geht, so wie hier, guckt, dass ihr immer ganz schnell auf einem ganz einfachen Weg, ohne jetzt hier großartig Kunststücke machen zu müssen, runterkommt und hoch, also hinterher wieder hochkommt, falls ihr mal von einem Creeper verfolgt werdet oder von irgendwelchen anderen Monstern, dass ihr dann nicht unten sterbt. Sterbt, stirbt, sterbt. Ich weiß es nicht, ich kann nicht Deutsch. Scheiße, egal. Also, dass ihr dann nicht direkt halt tot seid, sondern noch schnell irgendwie so halt hochspringen könnt. Ja. Also, wir sind hier echt in einer riesigen Höhle und ich befürchte. Okay, wartet. Ein Sekündchen noch. So, wenn ich mir das jetzt so mache. Okay, das ist gut so. Läuft. So. Abwackerschen. Wackerschen. Und noch abwackerschen. Und noch abwackerschen. Wackerschen. Ach du Scheiße, ist die Höhle groß. Das kann ja was werden. So. 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 Und hier ist ein. Das finde ich irgendwie mal komisch, dass die Höhlen hier so komisch zu Ende sind. Naja, mal schauen. Ich habe gerade, glaube ich, schon wieder ein Monster gehört. Hier überhaupt viel an der Treppe. Ich hier war glaube ich nicht viel. Nee, nee, nee. Dann, so. Ja. Ach, hier sind schon 34. Wir brauchen gleich nur neue Spitzhacken, heißt. Ich schau mal ganz kurz. Gut. Back to game. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal nach links ein Stück rein. Wir halten uns mal links. Und hier schon mal Ende. Das ist gut. Weniger Gefahr vor Monstern. Rechts war Eisen. Nehme ich gleich noch mit. Keine Sorge, da ist Gold. Geil, hier ist Gold. Das nehme ich sofort mit. Yay. Hehe. Was ich sagen muss, was erstaunlich ist, haben wir schon Diamanten? Haben wir schon? Ich glaube, wir haben noch keine Diamanten. Oder liege ich da falsch? Ich weiß es jetzt echt nicht. Ich glaube aber nicht. Das wäre mal cool, wenn wir gleich noch welche finden würden. Also für euch dann in der nächsten Folge, also übermorgen. Für mich gleich. Das wäre dann so mein Erfolgserlebnis. Boah, ich hatte schon Schiss, dass da jetzt was runterkommt. Ich glaube, Kohle haben wir gleich genug nach diesem Ausflug hier. Und ja, Eisen glaube ich auch. 30 im Ofen, 39 hier. Über ein Stack Eisen wieder schon jetzt rausgeholt. In eine Höhle geht's hier, glaube ich, noch. War
Warte, ich jetzt das. Achso, das Eisen hatte ich mitgenommen, genau. Ja, hier noch rein. Ach du. Nee, da hinten ging es auch noch rein, oder nicht? Oder war hier nichts mehr? Ach nee, da waren wir schon durch, genau. So, heißt, hier geht's noch runter. Dup, dup. Okay. Hier unten ist noch. Ein riesen Höhlendinger. So. Warum greift er uns nicht an? Boah, ist das komisch. Jetzt habe ich Schiss. Also, so richtig Schiss. Also, irgendwie stimmt was nicht. Stinken wir oder so? Lava. Okay, Redstone. Kohle. Okay. Düstere Musik. Puls auf 100. Puls nicht mehr messbar. Auf 360 oder so. Also, ich glaube, ihr könnt gleich meinen Herzschlag hören. So, budum, 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 budum. Weil ich glaube, es ist mittlerweile schon ein oder so. Also in der Geschwindigkeit, in der die Spitzhacke die Steine kaputt schlägt. Also jeder Schlag ist ein Herzschlag bei mir gerade. Das ist echt... Boah, hab ich grad Schiss. Und unsere Spitzhacke ist jetzt fast kaputt. Heißt, ich schaue mir hier erstmal die Lava noch an. Und puh, das ist echt krass hier gerade. So. Nehmen wir noch mal ein bisschen Gravel mit. Da oben ist jetzt nicht ernsthaft noch eine Höhle. Da ist ein Slime. Okay. Gut, ich hoffe, wir finden hier jemals wieder hin. So. Ja, sollte ich mir am besten jetzt direkt merken. Hier noch ein bisschen bei nee, ich sollte. Jetzt haben wir eh keine Spitzhacke mehr. So, kommen wir denn noch wieder ganz zurück? Scheiße. Ah doch, warte, hier hoch. Ich hoffe, wir finden das gleich noch. Das wäre sonst richtig, richtig schade, wenn wir das nicht mehr finden würden. Also von hier aus finde ich es vielleicht noch, aber ich muss jetzt erstmal zurück zu unserer Basis finden und der hier wieder hin und... Och, Menno, ich hoffe, ich schaffe das. Kacke, 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 kacke. Ich glaube, zum Glück gucke ich mir gleich die Folge an, damit ich da wieder hinfinde. Weil da einfach so viel cooler Stuff ist und wir einfach noch die Sachen brauchen. Ich weiß, ich hätte jetzt da... Okay, da finden wir wieder hin. Ich dachte, das wäre weiter. Okay, es ist Nacht schon wieder oder immer noch, ich weiß es nicht. Mittlerweile 30 Eisen fertig und 44 kommen in den Ofen. So... Das kommt da rein, das kommt da rein, der Gravel kommt da rein, die Teile kommen da rein. Und das Gold kommt da erstmal rein. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs dabei sein. Danke fürs Herzkasper kriegen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.